Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Sanft bewegen. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute alle Gelenke einmal durchbewegen, uns natürlich auch stärken, kräftigen, gerade die Muskeln stärken, die im Alltag ganz wichtig sind und natürlich die Muskeln, die uns aufrichten und kommen in einen hüftbreiten Stand, so ungefähr einen Fuß dazwischen Platz haben, dass deine Knie etwas durchlässig, hebe dein Brustbein, atme ein, durch die Nase und durch den Mund wieder aus und du kannst gleich, wenn du möchtest, deinen oberen Rücken etwas runden, mit dem Einatmen dich aufrichten und mit dem Ausatmen rund werden. Starte wirklich ganz sanft, ganz klein im Beugen und Strecken der Brustwirbelsäule. Und arbeite in deinem Atemrhythmus, das heißt beim Einatmen so richtig Luft in die Lungen atmen, ausatmen, wieder hängen lassen. Und dieses Aufrichten ist ganz besonders wichtig, das machen wir im Alltag wirklich selten, also versuche möglichst bewusst das Brustbein zu heben. Und vielleicht merkst du auch, mit jedem Mal bewegen funktioniert es schon ein bisschen besser. Kannst du leichter in die Bewegung gehen. Und dann richtest du dich wieder auf und jetzt gehst du mit deinem Oberkörper ausatmend einmal rechts zur Seite und ausatmend nach links. Deine Brustwirbelsäule jetzt seitlich bewegen, da ist sie nicht so beweglich, oder? Becken stabil. Lass deinen Schultergürtel entspannt fallen, deinen Nacken ganz entspannt. Sehr gut. Die letzten Male noch rechts und links. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück und wirst jetzt nochmal etwas größer in der Vorrückbewegung, indem du deine Handrücken, Handflächen nach vorne nimmst. Handrücken, Handflächen. Also so richtig rund und aufrichten. Zwei große Achter neben deinem Körper zeichnen. Und dabei ruhig auch schon die Lendenwirbelsäule, also den unteren Rücken in die Bewegung mitnehmen. Deine Knie etwas mehr mit anbeugen. Deinen Körper wie in einer Welle bewegen. Und vielleicht noch etwas größer werden. Und dann beim nächsten Mal hältst du deine Arme gleich hier oben, nimmst sie zur Seite, rechten Winkel ungefähr und bewegst hier deinen Oberkörper nach rechts, nach links. Becken immer noch stabil, Brustbein gehoben lassen, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Und dann bleibst du in der Mitte und jetzt machst du die Bewegung etwas schneller und versuchst rechts und links die Arme zu bewegen. Und was spürst du? Genau, deine tiefen Rumpfmuskeln, den Beckenboden, tiefen Bauchmuskel, die kleinen Rückenmuskeln, die da jetzt wirklich aktiv werden, mit so kleinen Bewegungen. Noch 4, 3, 2, halten, stopp, Schultern tief halten und jetzt nimmst du einmal dein rechtes Bein nach oben, gehst nach außen, wechselst, linkes Bein nach oben, nach außen, nochmal wechseln, einmal rechts, hopp, einmal links, zieh ruhig deine Schulterblätter bewusst hinten zusammen, wenn dir die Arme zu schwer werden, dann lass sie ruhig auch mal entspannt fallen, ansonsten
einen großen Kreis mit deinem Knie zeichnen. Hüftgelenke bewegen. Ganz wichtig, dass die beweglich sind. Letztes Mal und dann bleibst du in der Grätsche. Und jetzt nimmst du den Oberkörper nach vorne, löst die Arme, kommst vor und machst deinen Rücken ganz rund. Die Fingerspitzen nach innen, rund. Und wenn die Fingerspitzen nach außen gehen, den Rücken nochmal strecken. Nochmal ausatmen, rund. Einatmen, strecken. Aus, ein, dann halte deinen Rücken ganz gerade, zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, nimm deine Arme jetzt zur Seite, Daumen Richtung Decke, spür die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern, löst die Arme nochmal. Und noch einmal wieder nach oben und wieder lösen. Oberen Rücken kräftigen. Oberkörper zeigt nach vorne. Lass auch den Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Noch einmal. Bleib jetzt hier oben, stopp, richte dich auf und lass die Arme ganz weich nach unten sinken. Wenn die Arme jetzt nach oben gehen, gehst du mit deinem Gesäß nach unten und dann schiebst du dich wieder nach oben. Schau mal, dass die Knie nach außen Richtung Fußspitzen zeigen, dein Oberkörper aufgerichtet bleibt und die Arme darfst du ganz weich bewegen. Wenn du das Gefühl hast, deine Knie kippen nach innen, dann schließ die Füße etwas mehr, also mach die Bewegung eher so. Alles ist richtig. Geht es immer so ein bisschen um die Beweglichkeit der Hüftgelenke. So eine weite Grätsche ist gar nicht so einfach, oder? Lass die Arme weich mitgehen. Und versuch, wenn du hochgehst, deine Füße gefühlt zueinander zu ziehen. Also die Oberschenkelinnenseiten aktivieren. Schieb deine Füße zueinander. Beinkraft ist ganz wichtig im Alltag, wenn wir irgendwo aufstehen oder vom Boden auch nach oben kommen möchten. Wenn wir etwas Schweres aufheben wollen, dann brauchen wir Kraft in den Beinen. Nochmal. Letztes Mal. Bleib dann, lass die Knie leicht gebeugt, locker aus und zieh jetzt einmal den rechten Arm nach oben. Oberkörper neigt sich und einmal den linken Arm. Spür deine Taille, schräge Bauchmuskeln und hab das Gefühl, dich zieht ein Faden am Ellbogen nach oben und wieder nach unten. Hochziehen, hochziehen. Seitneigen, den Nacken entspannen und ruhig den Blick deiner Hand folgen lassen. Geht noch? Bisschen noch? Noch 4, 3, 2, 1 und jetzt löse und lass dein Becken einmal nach rechts und einmal nach links sich bewegen. Das heißt, du verlagerst nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Genau, ganz locker. Dreh eine Ferse ein, beweg deine Hüftgelenke. Und werde jetzt etwas kleiner und tippe nach vorne. Einmal rechts, einmal links. Tippen, tippen, genau. Und
Und immer wenn rechts tippt, dann nimmst du jetzt deine linke Hand geöffnet nach vorne und wechselst. Hier. Und zieh die andere Hand ganz bewusst zurück. Immer wenn wir so diagonale Bewegungen machen, dann trainieren wir unsere beiden Gehirnhälften. Genau, dann verknüpfen wir die beiden Gehirnhälften. Die Hände auch mal richtig aufmachen, auch ganz wichtig, machen wir auch zu selten im Alltag. So richtig spreizen die Finger. Und jetzt kannst du versuchen, deine geschlossene Hand nach vorne zu nehmen und die geöffnete zurück. Nicht einfach, oder? Also Hand öffnen, zurückschieben, öffnen, zurück. Wenn es nicht klappt, kannst du dich eigentlich freuen, denn dann trainierst du. Dann bilden sich neue Synapsen zwischen unseren Gehirnzellen. Immer wieder probieren und du wirst sehen, es ist Übung. Je öfter wir die Übung machen, umso besser funktioniert es dann auch. Die Arme lässt du jetzt locker und dann rollst du deine Füße mal einfach am Platz ab. Von der Fußspitze auf die Ferse so richtig abrollen. Jetzt aktivieren wir die Waden, unsere Venenpumpen, die das Blut nach oben in den Körperkreislauf pumpen. Also auch mal bei schweren Beinen eine wunderbare, angenehme Übung. Richtig bewusst. Werde ruhig größer und geh, drück deine Füße weg. Arme locker aufrichten. Setz dir nochmal eine Krone auf den Kopf. Komm so ein bisschen seitlich zu dir, denn jetzt gehst du langsamer und versuchst mal ein Bein nach vorne zu nehmen. Und zwar machst du einen Schritt wie im Alltag, nach vorne und nach hinten. Wenn du vorne bist, spür die Rückseite. Wenn du nach hinten gehst, spürst du deine Vorderseite. Bauch vor und rück, Rücken und Bauch. Versuch kleiner zu werden, bis irgendwann die Füße eng aneinander stehen. Stopp, vielleicht sogar hintereinander. Wenn das nicht geht, ein bisschen versetzen. Wenn es geht, ist es wackelig, dann trainierst du. Es darf wackeln, aber du sollst dich immer noch abfangen können. Also bleib einen kurzen Moment stehen, wenn du das Gefühl hast, zu viel. Stell sie auseinander. Bleib hier und jetzt bewegst du deine Arme rechts und links nach oben und unten. Tack, 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 ganz schnelle. Kleine, bring dich raus aus der Mitte. Dann löst du, super, atmen. Und jetzt gehst du mit links nach vorne und wieder zurück. Und auch hier spür Bauch, spür den Rücken. Jetzt wirst du auch hier wieder kleiner, bis du irgendwann wieder voreinander stehst. Beide Fußspitzen zeigen in eine Richtung. Aufrichten, Arme zur Seite und kleine Hoch-Tief-Bewegungen. Bring dich raus aus deiner Körpermitte. Noch 4, 3, 2. Und löse, entspann deine Arme, stell dich hüftbreit auf und pendel jetzt noch einmal nach rechts, nach links und spür mal, wie du dich hier aus der Mitte bringen kannst und wie deine seitliche
Rumpfmuskulatur dich hält. Ja, hoffentlich. Sobald du auf einem Bein stehst, müsstest du eigentlich den Bauchmuskel spüren, Beckenboden. Pendel dich zur Mitte ein, bis du ganz gleichmäßig auf beiden Füßen stehst. Spür jetzt, dass du auf den Außenkanten stehst, auf den Großzehenballen und den Fersen. Die Knie sind etwas durchlässig. Dein Brustbein ist angehoben, oder? Krone auf dem Kopf. Atmung entspannt, Nacken entspannt. Wenn du Lust hast, rüttel dich noch einmal durch jetzt, schüttel dich so ein bisschen. Sehr schön. Ich hoffe, du fühlst dich aufgerichtet und stabil. Sehr gut. Wenn du gelockert hast, ist auch eine Übung für zwischendurch. Mach das mal, schüttel dich öfters am Tag. Das aktiviert alle Rezeptoren innerhalb deiner Faszien, verbessert so unsere Körperwahrnehmung und tut wirklich richtig gut, oder? Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gut. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Freue ich mich natürlich auch. Der Link wäre auch unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Und wenn du da draufklickst, dann kannst du auswählen, ob du mich monatlich mit 2,50 Euro, mit 5 Euro, mit 10, mit 20, mit 50, was es dir wert ist, unterstützen möchtest. Vielen Dank. Lade noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen, oder sei du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann!